Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen aus dem schönen Königstein. Und es ist kalt geworden. Wir haben hier ganz viel tolles Grün. Wir haben den Laden. Naja, wir sind jetzt am Arbeiten für die Adventsausstellung. Und mich hat heute ehrlich gesagt noch ein ganz anderes Thema beschäftigt. Und zwar, das war das Thema der Deko der Fensterkästen. Aber zuerst gibt's mal einen kleinen Rundgang wie immer, weil viele interessiert ja von euch, was im Laden so los ist. Und es gibt jede Menge zu tun. Also, jetzt richte die Kamera gleich um nach der Intro. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Rundgang, bevor wir zur Idee kommen. Und wir haben wieder unsere wunderschönen Grünvorräte aufgestockt. Wir haben nicht nur Seidenkiefer, die ja auch mal, wenn sie nass ist, so zusammengebappt aussieht. Wir haben ganz tollen Buchs für unsere Grenze. Wir haben Nobilis. Hier, das ist ja, man liegt immer hier so auf dem Kopf. Wunderschöne Tannenzweige. Dann ist die Nordmann-Tanne, die ja mit ihrem tollen Grün immer besticht, ja, die dieses schöne knackige Grün hat. Nobilis hält ja immer länger. Dann gibt's Koniferen. Das ist jetzt alles natürlich mit ein bisschen Laub auch bedeckt. Buschelige Eibe, gräuliche Konifere, der Ilex mit seinen hübschen Blatträndern. Und was auch ganz toll ist, ist diese schöne Konifere. Ich meine, das ist ein Wacholder mit diesen Beeren. Den hatte ich auch schon im Video verwendet. Ja, und dann gibt's hier auch noch Korkenzieher-Haselnuss. Und was ich herzallerliebst finde, sind diese schönen kleinen Fruchtstände. Ich habe keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall total schön. Und man sieht hier, man muss schon ein bisschen was machen, damit die Sachen hübsch werden. Man muss erstmal das Laub abzupfen. Das ist natürlich noch nicht alles runter. Und die schönsten Stücke, die haben wir hier aufrecht hingestellt. Und ja, und dann geht's natürlich hier hinten noch weiter. Was wir kaum haben, ist der tolle rote Kornus. Der macht diese wunderschönen roten Spitzen. Die sind ein Traum, zum Beispiel in den Amaryllis. Die zeige ich euch drin gleich nochmal. Und dann gibt's noch schön Korkenzieherweide. Also ohne Zweige geht's dann doch nicht. Ja, und heute ist, Moment, wir gehen nochmal kurz an die Kellertreppe. Und ja, es gibt jetzt also auch viele Reservierungen, viele schöne Kränze und wir haben da also schon einiges stehen und das sieht gar nicht so groß aus in der Kamera, aber es ist ganz schön mächtig. Und dann gibt es natürlich auch immer, das wird hier alles über Nacht, wird es schön geschützt, unsere ganzen Kränze. Und was ganz toll ist, sind diese rot gesprühten Gaultherien. Die halten sehr, sehr schön und ein kleiner Vorteil ist, sie sind zwar gesprüht, aber ein kleiner Vorteil ist auch, die Vögel mögen diese gesprühten Beeren nicht. Die mögen die Naturbeeren lieber und die fressen sie dann immer. Naja, zum Thema Fensterkästen. Also wir haben hier eine kleine Fensterkastendeko gemacht. Das ist die Idee 1. Wir nehmen die Zapfen, also die Fichtenzapfen, kleben sie quasi in einer Reihe aneinander und legen einfach ein bisschen Eibe links und rechts darum herum. Das fand ich jetzt schon mal nicht schlecht, aber ich dachte, es gibt eigentlich auch noch mehr Ideen. Also ist so die erste Idee und ja, also ich sag mal, es ist besser als nichts und es sieht schon mal winterlich aus. Vorteil ist, man kann es nach Weihnachten liegen lassen. Es ist jetzt natürlich nicht weihnachtlich, aber ich habe ja immer mehr Ideen, ne? Ihr kennt mich ja. So, es ist jetzt noch früh morgens, der Laden ist noch geschlossen. Hier ist unser Schaufenster. Es gibt noch ein paar Bäumchen. Die Elche und die großen Bäumchen, die sind alle weg. Es gibt noch kleine Bäumchen, ich glaube, das sind jetzt noch 10 Stück. Und dann sind die alle auf der Reise. So, und dann gehen wir doch mal rein. Wir haben wieder Blumenlieferung bekommen. Und unser Tisch ist tatsächlich noch so, wie er im Normalbetrieb ist. Es gibt hier noch Schnittblumen auf dem Tisch. Und dann, ja, die warten jetzt alle noch mal so ein bisschen,
toll, ja, wunderschön arrangiert zu werden. Es gibt Türgrenze, es gibt Adventsgrenze und da gehe ich jetzt mal ganz schnell drüber. So, und dann haben wir hier ganz tolle Blüten-Sushis. Ja, wir nennen die hier Sushi-Gestecke in Rund. Das sind jetzt heute 6 Stück, die werden statt einem Blumenstrauß überreicht. Und das Schöne ist ja, die haben ja Wasserversorgung, weil die Steckmasse ist hier mit einer Efeu-Ranke umwickelt und mit einem Bändchen. Und auf dem Tisch, da mache ich euch nochmal den Videolink rein. Das ist jetzt also immer was, was ja sehr, sehr gern verschenkt wird. Moment, ich muss das mal ein Stück vorholen. Das sind jetzt hier diese Amaryllis im Topf dekoriert. Und hier kommen ja schon die Triebe von der Amaryllis. Und wenn die dann rauskommen, dann kommen die ja so hoch wie die Zweige. Und da die ja bei uns sehr beliebt sind, gibt es hier einen ganzen Tisch voller Amaryllis. Oh, so schön hat die Engelstrompete noch geblüht, aber es hilft alles nichts. Wir haben jetzt Frost und ich musste sie leider zurückschneiden. Und aus Platzgründen, die ganzen tollen Blüten, die sind jetzt alle im grünen Beutel. Und ich habe hier eine wunderschöne Engelstrompete. Die ist, also die war riesengroß. Und diese Engelstrompete, aus Platzmangel, ich habe nämlich keinen Platz mehr, wird diese Engelstrompete vergeben. Und ich habe wieder mal ein Ratespiel für euch. Und zwar, die Frage ist, wir gehen gleich mal ans Objekt des Ratens. So, die Amaryllis ist ja in aller Munde und mein Ratespiel, ich habe ja schon ganz viele Videos gemacht zum Thema Amaryllis im Strauß gepflanzt, ja, und im Einzelnen. Und meine Frage an euch, also hier sind auch Amaryllis drin, hier sind 3 Zwiebeln drin, was ihr beantworten sollt, wie viele Videos habe ich gemacht in all meinen Videos, in denen Amaryllis vorkommen? Und wenn mehrere richtige Antworten sind, was natürlich durchaus sein kann, dann, ich glaube, dann gewinnt der originellste Kommentar und wir müssen dann einfach verlosen. Und wer das errät, der bekommt die Engelstrompete, ich bezahle das Porto und ich klopfe auch ein bisschen die Erde ab, da kommt natürlich nicht der große Topf dazu und der wird nächstes Jahr Freude haben an dieser wunderschönen Engelstrompete. Aber jetzt geht es erstmal ans Raten und ans Gucken mit den Amaryllis-Videos. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, zurück aus dem Hof an der Werkbank. Es ist hier noch ganz still, in einer halben Stunde kommen die Mädels schon. Und ich muss jetzt husch husch machen, euch die Sachen zu zeigen. Und ja, vorab möchte ich euch noch was anderes zeigen. Wir haben hier tatsächlich einen Hortensienkranz. Ich muss dir mal ganz nah in die Kamera zeigen. Den haben wir blau gemacht und haben den mit silbernem, ja, so Flitterspray übersprüht. Und ich finde, wenn der so ein bisschen braun wird in Natur, das ist doof, aber wenn man den dann mit blauen und silbernen Bändern, ja, und vielleicht ein silbernes Kügelchen schmückt und am Licht glitzert der auch sehr schön. Ich finde, das ist eigentlich eine total coole Idee. Mal was ganz anderes. Und ich habe auch gesagt, ach, wir probieren das. Ja, und ansonsten werden auch die Preise bei uns ganz sorgfältig gemacht mit, wir nehmen da so eine schöne Pappe, wir nehmen da so einen, wie so einen Perlstift, dass das so schön schimmert. Und also selbst die Preise geben wir uns viel Mühe, dass das alles toll aussieht. Und dafür sollen auch die Fensterkästen schön sein. Und damit die hübsch sind, kommt jetzt, draußen habe ich euch die erste Idee gezeigt, jetzt kommt die zweite Idee, ich nehme ein Holzscheit, ja, Holzscheit, kann man bei Freunden vielleicht eins abgreifen, möglichst eins, das gut liegt, ja, und das auch schön schwer ist, auch mit diesen Kanten, dann nehme ich ein schönes weihnachtliches Bändchen, ja, ich habe jetzt mal hier eins genommen, das auch ein bisschen, ja, ein bisschen Glanz hat und ein bisschen Gold. Und dann schneide ich mir einfach mal ein Stück davon ab, gehe mit dem Bändchen um mein Holz drumherum, binde es dann einmal fest, ja, und habe das dann so vor mir. Und ja, es gibt ja immer so Wünsche von euch verschiedene. Und eine hat zum Beispiel gesagt, Margit, kannst du nicht mal Schleifen zeigen? Also Schleifen, genau, ich hoffe, das sieht man auch dann gut genug. Schleifen ist zum Beispiel, ich habe jetzt hier das Bändchen um das Holz gebunden. Und dann gibt es natürlich ganz tollen Filz.
Filz gibt es nicht nur das schöne Filzband, das rote, grob, breite, tolle. Ja, es gibt auch ganz toll diesen Filzdocht. Und da jetzt auch wieder ein herzliches Dankeschön an Floristik24. Ich mache total gern Werbung für Floristik24, weil ihr einfach schöne Sachen habt. Und da habe ich diese wunderschöne Filzwolle bekommen, mit der man auch so ganz tolle Sachen machen kann. Und mein Ziel ist jetzt, also bei der Idee 1, ich mache eine Schleife mit dem Filzband. Das heißt, ich gehe her und ich hoffe, das kann man gut genug sehen. Ich mache quasi das Band von der Schleife, raffe das Filzband und kann das hier einfach mit meinem Bändchen, das ich um den Holzscheit habe, einmal schon mal festbinden. Ich würde es nicht zu kurz und dann raffen, wie so eine Ziehharmonika zusammenraffen. Ja? Und dann binde ich das erstmal fest. Dann mache ich ich will ja eine Schleife machen. Das heißt, als nächstes, so, binde das fest. Ja, so sieht das jetzt also aus. Dann, ich bin heute alleine und ich habe tatsächlich dieses Video echt nur so dazwischen geschoben, weil ich dachte, die Fenster müssen schön sein. Und ich möchte gern euch diese Fensterdeko zeigen, weil ich fand es so toll. Also entweder habt ihr einen Kasten, ja, einen Blumenkasten, oder ihr habt einen Holzscheit, aber ich fand das mit dem Holzscheit halt einfach toll, weil es hat ja nicht jeder einen Kasten am Fenster und es kann auch nicht jeder am Kasten was festbinden. Und deswegen fand ich das ja total schön, weil wir brauchen eine feste Basis und wenn dann so ein kleiner Windstoß kommt, dann will man eigentlich nicht, dass die Fensterdeko schon wieder unten ist. Das wäre ziemlich doof. So. Also ich habe jetzt hier schon mal, was ja echt eigentlich süß ist, ja, ich habe jetzt hier eine schöne Schleife an meinen Holzscheit gebunden. Und ich habe hier die Bändchen in der Mitte und das zum Thema Schleifen und Aufbau. Ja, und kann dann mit den Bändchen, kann jetzt hergehen und kann dann nochmal mit der Filzwolle einfach, die Mitte kann dann mit der Filzwolle ein bisschen Bänder reinmachen. So, schneide das ab. Und gehe her und binde das einfach hier in die Mitte von meiner Schleife rein. Und dann so. Ja, das ist also jetzt hier der nächste Teil. Binde das hier rein. Und damit ich noch ein bisschen was von meinem ursprünglichen Band habe, also ich gehe immer her und wickle dieses Band um meine Finger und gucke, dass ich so, ja, ich habe das jetzt hier 1, 2, 3 Mal gewickelt, schneide das Band ab und binde das wieder in meine Mitte rein und habe jetzt eigentlich eine ganz, ja, auch mit ganz einfachen Mitteln eine schöne Schleife gebunden, habe eine tolle Mitte, ich zeige es euch gleich, habe dann eigentlich an meinem Fensterkasten eine richtig schöne Schleife. Und was natürlich immer dazu gehört, das ist ganz wichtig, das ist auf jeden Fall grün. Das heißt, ich habe jetzt hier eine schöne buschige Eibe genommen und die, Moment, sie hat auch Laub von draußen. Und das Schöne ist, ich habe jetzt ja hier noch so ein Bändchen hier hinten an dem Scheit. Das heißt, ich kann in das Bändchen, kann ich auch die Eibe einfach reinstecken und habe dann so links und rechts noch schönes Grün, das dann rausguckt. Und da würde ich einfach noch mal einmal links, einmal rechts ein bisschen Eibe reinstecken. Und ich glaube, die Fensterkastendeko, die ist ungefähr in 10 Minuten fertiggestellt. Das ist wirklich Rekordtempo. Und ich finde, das sieht jetzt dann so richtig festlich aus. Ja, und das Grün wird sich natürlich draußen auch mehr abheben. Und was ihr da in Schleifen reinbindet, jeder hat ja so ein Kästchen zu Hause und sagt, ach, und was ihr da alles reinmacht, das könnt ihr ja dann frei wählen und könnt dann einfach farblich, stimmig, passend. Ich finde es auch ganz schön, dass es eine helle Mitte hat. Das gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Und ich lasse jetzt einfach mal die erste Idee hier hinten liegen und würde natürlich auch von euch sehr gern erfahren, welche ihr am besten findet. 1, 2 oder 3. Jetzt kommt die dritte Idee. Holz. Was natürlich auch geht, ist, wenn ihr sagt, ich will nicht mit dem Bändchen drumherum gehen, ihr könnt die Schleife auch, ihr könnt ein Nägelchen reinmachen und die Schleife einhängen. Ich finde es allerdings mit dem Bändchen drumherum einfacher. Da
brauche ich, genau, die helle Kordel kommt gleich. Da, ich bin voll auf Rot, ja. Rot ist traditionell Weihnachten, die meisten wollen Rot. Und unser größter Bereich für Weihnachten, auch für unsere Adventsausstellung, ist tatsächlich auch Rot. Es ist so. Und es ist immer, immer wieder das Gleiche. So, ich gehe her, wickel einmal die Filzwolle um mein Holzscheit drumherum. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr nicht kleben wollt, die Filzwolle um das Holzscheit, dann könnt ihr auch mit Stecknadeln einfach feststecken. Dann habt ihr keine Klebestelle, könnt es dann nach Weihnachten abnehmen, könnt euer rotes Filzband super wiederverwenden. Ist natürlich auch toll und ist, ja, dieses Wiederverwenden ist natürlich super. Ich gehe jetzt her, ich klebe jetzt einfach. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich vorankomme. Filzwolle lässt sich super kleben. Habe ich auch alles von Floristik24 bestellt und ja, habe jetzt hier meine Filzwolle. Aber ich möchte die auch gern abfließend. Genau, das habe ich jetzt, war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Der Gedanke ist, jetzt muss ich noch mal ein Stück dran machen. Aber es macht nichts, das klebe ich jetzt einfach drauf. So, ich habe jetzt das Holzscheit genommen, habe hier so ein Stück abfließend mein Filz dran gemacht und ich möchte gerne was Abfließendes arbeiten. Damit ihr das sehen könnt, muss ich einen Hocker nehmen. Versucht es so zu arbeiten, dass ihr es gut seht. Ja. Okay, brauche noch mal einen kleinen Draht dazu dem Ganzen. So, und jetzt möchte ich, zum einen möchte ich natürlich ein bisschen Deko. Oben brauche ich wieder Grün. Das heißt, ich nehme wieder, ihr könnt Tanne, Eibe, Konifere, also eigentlich was euch so in die Hände fällt. Und auch da lohnt es sich mal, Freunde zu fragen. Es ist jetzt auch die Zeit, in der in den Gärten die Koniferen geschnitten werden. Und es landet sehr, sehr viel, leider Gottes, auch ja, einfach im Grünmüll. Und damit lässt sich wunderschön dekorieren. Und ihr habt ja jetzt auch dieses Filzband um den Holzscheit drumherum. Das heißt, die Basis ist ja da, dass man einfach in dieses Filzband Grün reinsteckt. Und was ich jetzt auch mache, mal vor der hellen Hauswand hebt sich das natürlich großartig ab. Und je puscheliger das Grün, oder ihr könnt auch Tanne, ist natürlich sehr schön. Aber ihr habt alle so viel Erfahrung mit euren Gärten. Also da, ihr sucht da schon tolle Sachen aus. So, das habe ich jetzt reingesteckt. Dann gehe ich her, mache das Filzband, raffe das wieder so zusammen und mache eine Bindestelle an dem Filzband. Das kann ich jetzt einfach so zuwickeln. Schneide wieder meine Filzwolle ab. Das ist eine ganz tolle Filzwolle. Die ist so schön, so richtig griffig. Die fasst sich ganz toll an. Ja, ich finde, also Filzwolle ist ja wetterbeständig. Filzwolle ist wasserfest. Die hält wirklich ewig und überdauert eigentlich alles. So, und dann habe ich noch überlegt, wäre es natürlich schön, wenn da irgendwas noch so, ja, so ein bisschen nach unten trullert. Und ich habe jetzt sehr schöne kleine helle Zapfen genommen. Und die muss ich aber an einen Draht andrahten. Das heißt, ich nehme hier jetzt, es ist natürlich, ich lebe auch von den Details, ne? Draht, blende ich euch nochmal ein. Nehme ich jetzt einen schönen roten Draht, gehe um den Draht einfach 2-3 Mal drumherum. Verdrehe den Draht und nehme den nächsten Zapfen und ja, wenn es so 2-3 Zäpfchen sind, ich habe mich entschieden, kleine Zapfen zu nehmen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so gern so einen großen länglichen, sondern den großen länglichen Zapfen, der kommt noch, ja, aber nicht unten dran. Und dann habe ich also hier meine Zäpfchen und kann die einfach nehmen und lass die hier, ja, drahte die so fest und lass die hier so drum rumlaufen. Und mit Draht bekommt man alles herrlich fest. Nach Weihnachten macht ihr die Drähte ab und könnt die Zäpfchen im nächsten Jahr wieder für was anderes verwenden. Das ist natürlich dann,
super schön, weil diese wiederverwendbaren Ideen, die finde ich auch ganz toll. Und dann könnt ihr einfach so, sowohl die Drähte als auch die Zapfen, ja, ist also ganz toll. Dann wollte ich gern noch, ich fand es schön, wenn hier noch ein Birkenstern ist. Und ich mache den jetzt nicht so weit unten. Das war zuerst meine Idee. Ich mache den hier mitten rein, damit man ihn auch gut sieht. Also den klebe ich jetzt. Und was ich auch klebe, ist, ich wollte noch mal einen schönen großen Zapfen oben drüber legen. Jetzt drehe ich auch den Hocker, damit ihr alles gut seht. Ich wollte noch hier einen schönen großen Zapfen drüber legen, weil ich fand entweder so ein richtiger dicker Pinienzapfen oder so ein Strobuszapfen. Und ich denke eigentlich der. Aber den klebe ich auch fest, weil ich habe eigentlich keine Lust, dass ich nach jedem Windstoß meinen Zapfen einsammle. Das haben wir alles schon gehabt. Da habe ich keine Lust dazu. Ja, und schon ist meine Fensterdeko-Idee Nummer 3 fertig. Ist so ein bisschen spielerisch mit dem, ja, mit diesem Abfließenden, mit den Zäpfchen. Und ich werde jetzt meine Fensterkästen dieses Jahr einfach ein bisschen verschieden dekorieren. Und ja, Frage an euch, welche Idee gefällt euch am besten? Eins? Ja, nee, genau. Eins ist draußen, ganz Natur. Oder die weihnachtliche Schleife. Oder die dritte Idee, dass es nach unten abfließt, weil wir haben ja nach unten immer Platz am Fenster. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bin, ja, es ist, und ich muss auch nochmal sagen, es hat so Spaß gemacht mit euch in letzter Zeit, auch mit den Adventskränzen und euer tolles Feedback. Ich bin im Ideenfindungsfieber und ich danke euch total für einfach für diese super schönen Rückmeldungen und auch für alle, die hier in den Laden gekommen sind oder die was bestellt haben und ich grinse dann immer breit übers Gesicht. Ich finde es ganz toll. Also ganz herzliche Grüße noch und ich sage einfach bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis zur nächsten Idee. Macht's euch schön, macht's euch kuschelig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gestalten. Bis bald, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss. Thank you.